Es beginnt mit einem Klick. Nach Bewegung durch den Zeiger. Auf der Anzeige erscheint ein FB-Post von Til Schweiger, der auf Anfrage verneint, nein, er sei wirklich nicht gescheit. Tert. Und mehr kriegt man schon nicht mit, denn dann scrollt man ganz schnell weiter und denkt dabei in Schwermut an die Zeiten, die noch geil waren, als das Einsammeln von Leergut kein Ersatz fürs Altenheim war, als man als Kind noch auf der Straße statt im Internet rumhing, weil es auch ohne Handy Spaß macht, in Pfützen rumzuspringen, als man statt ständig nur zu surfen fragte, kommst du mit zum Spieler? Und statt Online-Dope zu kaufen, ging man in den Park zum Dealer. Statt sich digital zu matchen, soff man einsam in der Kneipe. Und dennoch gab es damals etwas, das uns allesamt vereinte. In der guten alten Zeit, in der wir noch im Hier und Jetzt waren, haben uns Displays nicht entzweit, weil wir nicht so krass vernetzt waren. Ja, damals führten wir Gespräche, ohne aufs Handy zu schauen, denn draußen gab's kein Telefon, nur Bäume, Wolken und Frauen. Und letztere war zwar meine Mama. Und dennoch war ich zufriedener in der guten alten Zeit. Damals, als ich noch 7 war, das sagst du zu mir und du meinst das auch ernst. Erst dachte ich, du spinnst nur, ich dachte, du scherzt, aber nein, du stehst vor mir mit steinernem Blick, bist Typ Anti alles, denn das ist grad schick, so wie dein Tattoo am Hals und so wie deine Dreadlocks. Und mir fällt nichts ein als, ey, Dude, du, das Internet fetzt doch. Das Internet fetzt, fetzt, fetzt. Das Internet ist voll Knorke. Das Internet fetzt, fetzt, fetzt. Dufte, dufter Internet. Das Internet fetzt, fetzt, fetzt. Das Internet ist voll Knorke. Das Internet fetzt, fetzt, fetzt. Das Internet ist voll chillig, Mann. Sing ich dann. Weil ich glaube, ich kann dich besser erreichen, wenn ich alte Worte für geil benutze. Also zeige, dass ich mir deines Styles bewusst bin. Denn nur eben jene, die sich auf gleichen Ebenen begegnen, sind eben die, die die Wege für die Gleichheit ebnen. Und dennoch bist du erschüttert und wirkst etwas benommen, wie ein Kind mit vielen Müttern, zu oft auf den Arm genommen. Also versuche ich es nochmal anders, vielleicht ohne zu belehren, und beginne räuspernd. Ach, krass, okay, wie soll ich dir das jetzt erklären? Okay. Okay, du musst dich jetzt kurz konzentrieren, ja? Stell dir das Internet kurz als Gehirn vor, in dem die krassesten Sachen passieren. Boah. Und das ist schon ganz schön faszinierend. Boah. Denn einzelne Personen sind im Netz nur noch Neuronen, die im besten Fall verwoben und vernetzt Informationen letztlich nicht mehr nur erhoben, sondern gleich gesammelt haben in Hirnarealen, die dann zugänglich für alle waren. Und dennoch ist noch so viel Platz im Ort, der nicht vergisst. Es ist der größte Wissensschatz, von dem jeder einen Teil kriegt, eine Art von Teletext für die wirklich coolen Kids. Doch das Beste am Netz ist, dass niemand es besitzt, Digi. Hä? So rede ich und sehe dich als einer, der mich elendig und ungläubig beäugt. Ich gräme mich, weil ich gewiss versehentlich beim Argument daneben griff, das dich noch überzeugt. Denn ich weiß, dass ich dich überzeugen kann, und so setze ich von Neuem an, ob man sich denn nicht freuen kann, dass man im Netz schon Freunde fand, dass ein globaler Verband aus allen Kulturen, Menschen und philosophischen Schulen entstehen kann, wenn wir es nur versuchen. Dass das Internet zwar Qual ist, klar. Doch man kann doch nicht verneinen, dass da großes Potenzial ist, Menschen endlich zu vereinen, denn wer will schon in den Krieg ziehen gegen Freunde und Bekannte, wer trennt schon gern Verliebte, wer träumt nicht, wenn er erkannte, dass Hass immer nur aus Nichtwissen entsteht, weil man vom Nichtwissen Angst hat und das Internet dagegen wirkt, weil das Wissen dann eine Chance hat. Und vielleicht ist das eine Utopie. Doch verdammt, das muss doch möglich sein, dass uns der Intellekt verlieh, darf doch nicht immer tödlich sein. Die kollektive Energie gibt uns doch jetzt die Möglichkeit, wir erreichen doch auch sonst so viel, was vorher noch unmöglich scheint. Drum, weil Vorurteile immer nur durch Bildung verschwanden. Bilde dich und bilde andere und vor allem bilde Banden. Und weißt du was, Digi, weißt du was? Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal jetzt damit anfangen. Hm? Herzchen, Smiley Face, Peace, Bro. Schreibe ich unter seinen Facebook-Post und er antwortet dazu. Ey! Halt doch die Fresse, du blödes Arschloch!
Was fällt dir ein, hier die ganze Zeit meinen Post zu kommentieren? Wer glaubst du eigentlich, was du bist, ha? Oder dann noch mit so linksgrün versifftem Geschwurbel, Alter? Und außerdem, das Internet ist für nichts gut, außer für Pornos. Ich fick deine Mama. Quod erat non dum demonstrama. Ich find das Internet trotzdem Hammer. Denn zwar gibt's Trolle, Arschlöcher und Flegel, doch die meisten sind nett und Ausnahmen die Regel. Und außerdem beginnt's mit einem Klick, nach Bewegung durch den Zeiger. Und mit nur ein bisschen Glück ist, was gestern noch nicht geil war, morgen Ende allen Hasses und der Hass dann endlich heilbar. Und vielleicht ist es morgen, eigentlich schon fast ein Jetzt. Denn eines kann ich euch versichern: Das Internet fetzt, fetzt, fetzt. Au! Vielen Dank.